Ich begrüße euch heute zu einer XXXL-Folge von den SL Tigers im Saisonmodus. Heute werden wir 3 Matches nacheinander spielen, weil ich in den letzten paar Tagen gerade keine Zeit hatte, um ein Video hochzuladen. Aber dafür gibt es jetzt in diesem Video 3 Spiele nacheinander. Und das erste, das wir spielen, ist gegen Ambriota. Und das spielen wir daheim. Das heisst, ein Spiel mal wieder daheim und das müssten wir eigentlich schon gewinnen. Von dem her nicht so wie in Real Life 2-0 verlieren, sondern 2-0 gewinnen oder was auch immer. Hauptsache wir haben da nachher die 3 Punkte, weil momentan sind wir 8. auf der Tabelle. Und ich tue sie dann, wenn wir dann alle 3 Spiele gespielt haben, schauen wir uns anschauen, wie wir in der Tabelle sind. Und wer ich noch heute neu dazugeholt habe, ist der Andrew Jacometti, oder wie man ihn ausspricht, von Genf Servette, eben gegen Florin Randegger ist er gekommen. Und für das ist er ein sehr solider Trade, also bin ich auch ein bisschen zufrieden. Ist gerade das, was ich gesucht habe. Weil Linksverteidiger und vor allem noch mit der Stockhand auf der Rechtsseite, das kann man in der Offensive sehr gut brauchen hinten dran für Direktabschluss. Ja, wir werden mal sehen, wie er sich wird schlagen. Ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine, vielleicht auch nicht. Aber was ich noch bedanke, ist sicher für die, die das letzte Video bewertet haben und fleissig kommentiert haben. Aber es gibt noch ein paar Widersprüche, wie ich gesehen habe in den Kommentaren. Sie wollen noch mehr Trades haben. Aber das könnt ihr ja jetzt in das, unter das Video eben schreiben, ob ihr noch mehr Trades wollt. Wer wollt ihr nicht mehr? Oder überhaupt, dass ihr zwei so lassen, das gefällt euch so. Mal schauen eben, wie es jetzt im Team klappt. Weil jetzt momentan gefällt es mir eigentlich schon. Ist solid. Aber eben, ihr könnt noch selber schauen. Oh, und da gerade schiert knapp erst heikle Chance für Ambri. Aber die haben es zum Glück nicht können verwerten. Und da kommt gerade der Kuonen. Mit dem Schuss ins Eckeli. Ich glaub's nicht. Kuonen schießt, schönen Slapshot, gerade 1-0. So fällt's gut da. Das bin ich gerade zufrieden. So, das Bulli gewinnen wir auch gerade mit dem Ambiu. Der ist unser aktuell Topscorer. Und da verlieren wir mit dem Böck. Der Larry Liger kommt da in die Mitte. Schießt drauf. Und der Kuhn ist schon wieder da an der Stelle. Da der Nüssli noch in der Verteidigung. Was macht auch der da hinten? So, jetzt. Ja, schauen, dass wir da sicher keine Strafe wieder machen wie im letzten Game. Weil den haben wir ja komplett versäbelt, also gegen Zürich ist das, glaube ich, ja. Wo wir gerade noch in den letzten paar Minuten zwar, oder ist es vorher gesehen, ich weiß nicht, aber wir haben es sehr knapp gesehen. So. Der DM ist schön Backeroberung von Thomas Nüssli, aber jetzt ist da niemand dahinter. Ah, der Ernie ist da, kommt da gerade noch. Aber sie können nicht mehr verwerten im ersten Drittel. Und ein kleiner starker Check. Aber jetzt gehen wir gerade ins zweite, dass wir sicher gerade da schnell wie möglich durchkommen. So, der Dido steht schon bereit. Der muss langsam auch wieder ein Goal schiessen. Ich weiß gar nicht, ob er schon das erste Saison-Goal gemacht hat, da bei uns im Saisonmodus. Ich glaube schon. Ich weiß aber noch nicht. Bin mir nicht zu 100% sicher. Schön weggecheckt vom Blaser. So, der Gustafsson. Kommt schön. Zieht schön führen. Mit dem Feldpass aber. Der Glauser kommt da mit einem schönen Check. Oh noch. Blaser ist auch noch stehen. Und da möchte sie. Ein Rückpass. Schöner Schuss von ihnen. Hätte auch gerade direkt ins Go. Und da
kommen sie gerade wie aus dem Nichts raus für ein Check. Und das Doinov mit einem Solo. Zwar hätte mehr daraus machen können, aber es war ein bisschen unter Druck gewesen. Ein bisschen zu viele Spieler in der Mitte und da möchten sie Tic-Tac-Toe mit uns und es gibt wahrscheinlich gerade eine Strafe. Ja, das gibt eine Strafe. Ich habe gemeint, der passt noch ist über, aber nicht so der Fall gewesen. So, oh. Geschwind schauen, was für Zeit ist. Ja, noch. So. Der DM kommt da sehr solid. Oh nein, das war jetzt ein bisschen fair gewesen. Aber sehr solid durchgekommen am Anfang, aber da haben wir gerade den Böck wieder erobert. Und er kommt wieder. Aber Ken ist in der Mitte. Und da haben wir zwar... Sie haben zwar ein Powerplay, aber wer hat gerade den Böck am meisten? Sicher wir. Also es ist gerade ein bisschen... schwach von Ambri, dass die da uns zwar noch in Unterzahl in ihren eigenen Drittulei und... Ein starker Chacho im Goal, hey. Ui, so. Pascal Berger zieht noch eins nach. Verliert es an den Böck, schade. So. Ui. Gagnon. Starker Check. Das gibt der Strahl ja sicher nicht. Das... Wegen was echt. Und sie kommen da sehr gefährlich vor das Goal. Aber wir haben da jetzt noch 3 gegen 5, doppelte Unterzahl ist zwar jetzt gerade ein bisschen scheisse, aber wir machen das Beste draus. Also von dem her, Bulli gewinnen, Scheiben weg, einmal durchwechseln. Und sicher schauen, ja, oh, da bin ich jetzt ein bisschen zu lang am Wechseln gewesen. Und, oh mein Gott, nicht schon wieder so dumme verdoppelte Fäuer, ja, und nicht schon eben dumme Fäuer machen, aber ja. Wie er gesagt, 1-1. Oh. Der Elo. Das Bulli gewonnen. Schöner Check noch. Oh, wegen! Ich verstehe manchmal nicht, was wir da falsch machen. Normaler Check an die Bande nur. Nachher geht direkt die Strafe mal wieder für Tigers. Aber. Der Chacho gibt mal wieder sein Bestes, wie wir ihn können. Oh, das Bulli verloren. Und hintergeben. Schön rausgespielt. Personen wird da fatal gecheckt, aber den Böck können wir noch gerade noch außer der Zone haben. Aber er kann allein aufhören ziehen und so, gerade noch Glück gehabt. So 2 gegen... 1 gegen 3 gerade. Komm schon, der ist noch. Ken ist in der Mitte, machen wir halt. So. Ein bisschen Zeit rausspielen, weil... Da nicht gerade 5 gegen 3, das ist gerade ein bisschen... Scheisse für mich, weil... Oh, wie er gerade gesagt hat, das ist gerade ein bisschen... So. Er ist wieder durchwechseln, weil sonst stehen die... Und das war gerade ein fataler Fehler! Oh mein Gott! Das gibt 5 Minuten Strafe sogar für... Ja, noch. Scheisse. Wenn ich ein Goal haben wir einfach geschossen. Die paar Nächsten werden noch darauf folgen. Oh, schön ausgespielt. Schöner, solider Schuss vom Team. Und der Blaser mit dem Direktschuss, aber der ist glaube ich nicht so gut auf die Köln gekommen. Also Zeitlupe wie nichts ist er gerade aufs Goal zugegangen. Hat mich gewundert, wenn der noch hier wäre. Schön Blaser mit dem schönen Verteidigung. Und er verliert den Puck beim Trick, das gibt es etwa mal. Blaser tut da defensive Vernachlässigung, aber dafür können wir uns den Puck erobern, das ist sehr schön. Gerade so wunderschönes Forechecking. Der Nüssli kommt und sie sind da gerade am Auswechseln, das ist gut. Und jetzt aber mit Joffe
und geht zu viele Spieler da vorne. Kein Pass in die Mitte, nein, nein. Schön abgelenkt. Und dann kommen wir. Ui. Schon wieder der Yannick Blaser, der ist da gerade schön am Verteidigen. Und der Gagnon kommt da. Verpatzt das Trickli, aber er hat gerade den Pass auch nicht schön direkt abgespielt. Das hätten wir gerade auch so normal können holen. Oh, jetzt ist sie am Wechseln. Und wer ist mal wieder da? Der Blaser, der ist gerade nonstop drin. So, der Liger, der ist Raum da gerade schön weg. Aber der Gagnon will nicht machen, was ich will. 2-1. Machen sie noch. Schade. Jetzt haben sie das Powerplay verwertet, was sie schon so lange hatten. Und wir haben es einfach nur verdoppelt. Das ist. Ja. Das ist gerade ein bisschen sehr verkackt und sie kommen da noch mit einer wunderbaren Chance. Also mit Goal-Differenz wenn wir da nicht mehr machen. Der Team kommt da einfach nicht durch. Oh, da ist schon noch ein Spieler. Ups. Schön gesaved. Okay. Ein bisschen unter Druck gerade. Und oh. Vom Picofly haben wir gerade eine Nachricht bekommen. Nice. So. So, jetzt aber. Noch 19 Sekunden. Ich bin gerade, sorry, dass ich gerade so still bin, aber wir müssen auch gerade schauen, dass wir da kein Goal mehr kassieren, weil. Jetzt machen sie gerade extremen Druck aufs Goal, wie er gerade gesagt hat. Ja, das ist mit mir eigentlich gleich, ob der noch nie einen Hattrick gemacht hat. So, das Bulli verlieren wir gerade, das gibt's doch nicht. Und er kann gerade nicht mehr den Schuss blocken, aber wo? Ah, das war auf der falschen Seite gewesen. Okay, sie spielen da den Böck raus, aber er kann gerade noch dazwischen. Und jetzt aber Pascal Berger, kommt da erst noch. Nein, schade. Aber der, aber was? So, die Dominik noch extra aufs Goal geschossen. So. Die Linie ist mal wieder drin, schön. Da sehen wir jetzt den Neuzugang. So schön rausspielen und wo ist da der Pass? Wo ist da der Pass? Hügener, unser Scharfschütz. So, mal schauen, ob er seine Sache gut macht. Ey, Hügener, was machst du da? Uiuiui. Schön rauspassen, Dido kommt. Oh, da wird also gerade ein bisschen sehr schwer gecheckt oder so. Das sollte schon, das sollte auch ein bisschen übertriebene Härte sein, aber irgendwie die Referees sehen da nichts ein. Aber da machen sie gerade ein bisschen sehr stark Druck noch für die Endphase. Aber wir gehen jetzt ins letzte Drittel. Und da muss, ja, drei Goal schon reinkommen. Oder mindestens zwei, weil dass wir da sicher im. Ja, ich weiß gar nicht, warum es da so faul passt hat, aber Goal-Möhe brauchen die Scheibe. Wir dürfen da sicher keinen scheiß Backverlust mehr haben oder Foulpass. Und sie nehmen uns da gerade auseinander mit dem Tic-Tac-Toe-Spiel. Also, so, jetzt. Der Dostoy noch hat den Back. Dido ist dort schön frei. Aber er macht nichts draus. Glauser, komm, ja, so. Schön abgewehrt, der Agostini kommt und ja, der Pass geht er zwar nicht vor das Goal, sondern hinter dem Goal schön durch. Und da ist da der Flügelspieler. Ah, da der Dido kommt. Aber es gibt ein Icing. Ich kann mich zwar nicht erinnern, als ich den vorher gespielt habe. So, jetzt gerade. Hey!
Schön freigespielt, so. Und ein wunderschönes Goal vom Christopher Di Domenico. Der Ausgleich mit dem Patzer vom Goalie von innen. Wunderbar. Bin ich gerade selber erstaunt, dass der noch hier ist. Aber mo, also schöner kann man es gar nicht machen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen selber überrascht. Aber schön, schön rausgetribbelt, der Spieler, und nachher gerade einen schönen Abschluss gesucht. Ja, so muss es laufen eigentlich. Oh mein Gott, nein, ich freue mich schon wieder zu viel und sie ver... Ja. Scheiße. Ja, Ambri Biotta da gerade mit dem... Oh, halt lang noch, ganz einfach, denk. So. Oh, gerade gesandwiched worden. Aber ich kann da einfach nicht den Pass suchen. Das geht gerade. Ich lasse da gerade eine Lücke offen, wie nichts, aber unser neuer Verteidiger ist da. Genien kommt. Kenne ich in der Mitte. Probieren wir es halt. Pressing müssen wir auch noch einstellen, dass wir da jetzt ein bisschen mehr Druck machen in diesen letzten 7 Minuten. Komm, also. Ey! Oh, schöner Foulpass. Okay, schade, niemand kann ihn mehr verwerten. Aber dafür gibt es gerade ein Bulli. Das ist auch gerade perfekt. Ja, das ist mir eigentlich gleich wie die Spiele. Hauptsache, wir müssen da jetzt noch ein Goal machen. Also von dem her, komm jetzt. Keine verdummte Strafe mehr machen und. Schöne Parade! So. Noch 4 Minuten. Nehmen wir recht den Goal raus. Das ist gleich gerade. Schwere Entscheidung, weil sonst bekommen wir noch das 4-2. Der Nüssli mit sehr viel Platz, aber... Hey, nein, schade. Ich habe schon gemeint. Die grösste Hoffnung... Ey, weh, die Problem. So. Das Bulli müssen wir gerade gewinnen, aber wir verlieren es wieder, ich glaube es nicht. Aber der Ernie gerade mit einem schönen... Ah. Nein. Komm, jetzt angreifen. Schön. Und Abbrauer! Schade. Jetzt, Bulli, Goal. Ja, jetzt müssen wir den Goal rausnehmen. Nein. Ah, das Bulli müssen wir einfach gewinnen. Das ist. Ja. Hey. Ich muss noch den Goal rausnehmen, aber. Wir bekommen einfach die Scheibe nicht. Sie. Aber jetzt. So geschehen, den Goal rausnehmen. Ich weiß zwar nicht mehr, wie das in der Schnelleinstellung geht, aber. Da ist es. So, jetzt. Ey, wir können nur das Beste hoffen. Und es gibt noch eine Strafe, wunderbar. Wir haben leeres Goal und wir sind. Oh, 7. auf dem Feld, also. Und er hat da gerade Stand, also. Wenn wir das noch verbocken, dann, ja, selber geschult. Also 200% haben wir da gerade drin. Okay. Schön abgefangen vom Blaser. Andrea Sambu kommt.
Ah, oh, schade. Das darf jetzt gerade nicht mehr passieren, weil, wie er gesagt, wir haben das leeres Guns. Und, nein, und jetzt ist es passiert. Wir haben noch den letzten Angriff. Komm, lauf ich führen. Und wir haben es verpasst, ich glaube es nicht. Wir verlieren gegen Ambri wegen einem Goal. Aber wir sehen uns im nächsten Spiel gegen den HC Davos. So, wir sind zurück hier in der Valianz Arena. Wenn ich mich nicht täusche, aber wir spielen jetzt gegen den HC Davos auswärts. Und da machen wir gerade den Foulpass, nein. Und werden wir bestraft und der Buvanov ist das mal nicht drin, so wie wir gesagt haben. Und tun wir gerade direkt auf Pressing umstellen, weil also heute geht's, wir müssen wieder ein Spiel gewinnen, weil wir haben jetzt 3 Spiele verloren. Sind jetzt auf dem 10. Platz. Ja. Und oh mein Gott. So, jetzt der erste Angriff der Tigers. Und die schlechte Nachricht ist, der Check, wie er vorher gesehen hat, gegen Christopher Di Domenico, hat jetzt fatale Folgen gehabt. Irgendwie ein Verband hat irgendetwas hat dem Laga oder was auch immer. Er ist jetzt verletzt bis zum 31. Oktober in Game. Also, Höhe und Tiefe gibt es da. Zuerst so schön und jetzt haben wir gerade das Powerplay, das ist gerade wunderbar. Eben, wie gesagt, gegen Ambri. Zuerst 1-0, nachher 1-1, 2-1, 2-2, nachher gibt es uns da noch den Patzer. Also, ja, nicht gerade wunderbar. Und, nein, scheiße, nicht in das Unterzahl, go! Wunderbar pariert und der andere verliert gerade den Helm. Gerade Counter-Breakaway machen da. Und der Sen, ich glaube, ich musste noch... Oh, sie machen noch. Bravo. Ich weiß nicht, ob sie den Lindbeck noch drin haben. Bei Davos, vielleicht auch nicht den noch zu denen traden. Also so möglich realistisch ist. Und sie... Wir haben 5 gegen 3 und sie haben den Bug. Das gibt es doch einfach... Und nein, jetzt, ich muss mich ein bisschen gerade konzentrieren. Wahrscheinlich können sie sich jetzt da... kaum etwas werden sagen, aber wahrscheinlich ist es verständlich. So, jetzt Pascal Berger kommt da, zieht da in die Mitte durch. Dort abdrehen. Zum Jaquan Weso. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber er freie Sicht aufs Goal. Und der Sen pariert da gerade noch wunderbar. So. Überpassen, freien Raum schaffen. Der Gustafsson ist in dem Fall jetzt. Ja, Topscore. So, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt gerade geschenkt geschaut, dass ich es da nicht verpatze. So, jetzt. Wumm, schön. Der letzte Angriff noch. Schön, schön rausgespielt. Noch ist ein Powerplay. Also, das heisst, wir werden überschüttet von dem. Und jetzt geht Bully Go. Komm schon, Genien. Schieß Gott! Und. Okay, wir haben den Böck noch. Nüssli. Oh, das war ein bisschen zu weit oben. Nein! Fuck. Und sie kommen da. Und. Oh. Unser neuer Verteidiger holt da. Oh, wir können nicht unten im Eckli verrutschen. Schade. Das ist gerade ein bisschen sehr hin und her, aber neu ist probieren. Direktschuss! Oh, schön! Und da habe ich jetzt eigentlich nicht mit die Spiele. Oh, jetzt ist noch 4 gegen 4. Schöner Check. Oh, neu ist es. Und der Genien mit einem verdammten geilen Schuss
ins Ecken schauen. Das Powerplay gerade ausgenutzt. So, Gernien hat always wieder ein Goal verdient. Das haben wir jetzt gerade gesehen. So, der Elo ist frei, und... Und er verwünscht die Latte! Nein, das wäre jetzt zu schön gewesen. Gerade der zweite folgende Treffer. Können wir es echt auch schaffen, ein Shootout wie in Real Life? Das wäre mega. Weil dann hätten wir endlich erst da wieder einen Sieg. Und das Stoinov, kommt noch über. Nein, doch nicht. Glauser bleibt am Draht. Gustafsson und gefährlicher Schuss. So. Er ist ein bisschen durchschnaufen. Schauen, dass wir da gerade nicht mehr irgendwie einen Fehler machen. Ah ja. Wer ich gegen Di Domenico eintauscht, da ist der Johansson. Mal schauen, ob der meine Erwartungen entspricht. Halt jetzt mal den Ita. So. Nur, als ich gerade noch vielleicht gefragt habe, wer ich gegen ihn eintauscht. Und der ehemalige Davoser. Und Johansson hat da gerade eine Möglichkeit gehabt, aber hat sie nicht genutzt. So. Jetzt. Schön. Forechecking. Wunderbar. Und da ist. Und fast Goal! Oh, schade. Alle neu ist über den Goalie. So. Und jetzt da hügen er direkt. Und. Bumm! Das klappt langsam wie mir immer besser. Das freut mich richtig. Weil. Die Chance muss man nutzen. Und der Hügener kann da gerade die Scheibe abfahren. Und der Personen. Kommt da nicht durch. Und da wird es gerade abgelenkt. Es sollte eigentlich gerade kein Icing geben. Und sie vergeben da die Scheibe. Wunderbar. Und der Personen mit dem 2:0. 2,4 Sekunden vor Schluss. Das ist auch ein guter Start ins zweite Drittel. So, ah ja, dort steht es. Valiant Arena. Ah ja, ist noch richtig. So, wir gehen jetzt ins zweite Drittel mit 2:0 Führung. Das dürfen wir gerade nicht verpatzen. Wenigstens, dass wir da eben auswärts gewinnen. Das ist wichtig. So. Beide Topscorer am Bulli. Und wir werden es gewinnen. Und der hat jetzt auch einen Blaser. Er nimmt uns gerade aus. Ui. Bestoni. Schön, Glück noch gehabt. Das Stoinov ist frei. Ja, schade, aber schöner Versuch. Bulli provoziert und da weiss ich gerade jetzt. Weiss ich gerade ein bisschen Streit haben. Hä? Gustafsson auf den Blaser, das wäre jetzt. Nein! Er ist hinterher gefahren und er hat so noch einen Schritt gegen vorne machen, den hätte er nicht gehabt. Und ein schönes Spassspiel von unseren Tigers. Das gibt keine Strafe. Wunderbar, bin ich auch froh darüber. Schöner Puckcheck vom Glauser. Genien, zurück zum Elo. Flacher Schuss, nützt nichts. Und da ist der Dino Wieser. Und er hat es verpatzt. Geht zum Emanuel Peter, der bei uns auch noch war. So. Oh! Und schön blockt. Schade, der Pass war jetzt 1 zu viel. So, schönes Spiel von uns. Wir nehmen da die Regel recht auseinander. Jetzt gerade nicht, jetzt haben sie gerade ein bisschen mehr Back.
Und dort hätte Hügen auch gerade noch den Stock dazwischen können haben. Schön. Wieder erobert. Das ist gerade wunderbar. Hügen auch wieder im Angriff. Und warum hat er jetzt nicht gepasst? Also ja, einfach abgeschlossen. Das verstehe ich gerade nicht. Schön. So. Haberstich auf der rechten Seite. Und vergeht gerade den Böck, weil er gecheckt worden ist. Gore wie kommt. Schön abgefangen vom Johansson und schönen Pass gegen vorne. Und der Sen bleibt stark. Aber 2 Goal hat er schon gelassen. So, der Ernie bekommt die Scheibe. Direkter Pass zum Nüssli. Der Nüssli. Kommt knapp nicht durch. Ernie. Direkt Schuss. Hinter dem Goal durch, funktioniert wunderbar jetzt zum Ambiu. So, der Nüssli schießt knapp. Und da gibt es noch eine Strafe gegen Tigers. Ja, die warten wir noch ein bisschen ab. Schöner Check noch. Und wir gehen jetzt ins letzte Drittel. Mit 2-0 Führung und jetzt haben wir noch gerade eine Sonderzahl, aber das sollten wir doch in guten Dingen schaffen. So, wir gerade uns vorgeführt haben. So, kein Pass in die Mitte. Und Blaser, jetzt mit dem Konter. Ambiu. Kommt da, schießt. Das Shield Sen kann da gerade noch parieren. Und sie wollen da gerade den Anschlusstreffer machen. Merken wir gerade sehr stark. Okay, okay. Sie haben nicht mehr lang. Nur noch 1 Minute haben sie das Powerplay. Und sie kommen da gerade sehr gefährlich vor das Goal. Uiuiui. Nein! Der hätte jetzt auch gerade direkt eingehen können. Also, hat mich nicht verwundert. Ja, sie tun da gerade sehr starkes Passspiel machen. So, jetzt Erleichterung für unseren Goalie direkt. Hätte ein bisschen höher sollen schiessen. Und der linke Rempe bekommt da die Scheibe noch. So. Nein! Oh mein Gott! Weg. Einfach nur noch weg. Nüssli. Komm. Uiuiui. Nein! Oh mein Gott. Schön, Chacho. Der macht gerade gute Arbeit. Also wirklich. Chapeau. Und der Sen hat den Böck. Wir bekommen es wieder ein Powerplay. Und das werden wir hoffentlich wieder verwerten. Und der Hügen, ja. Was ist jetzt? Warum heißt's? Okay, verstehe es gerade nicht. Schade. Hat mich jetzt gefreut, wenn wir noch ein Powerplay hätten. Aber anscheinend nicht. Er verliert leichtsinnig den Böck und Pesson Schier mit dem Doppelpack. Und jetzt bekommen wir doch noch die Strafe über, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen dem harten Check gegen den Davoser Spieler. Aber das Bulli muss jetzt das Team gewinnen. Gewinnt der Souverän, verlieren wir aber den Böck gerade fatal, also das ist gerade... Und er lenkt noch vor dem Go ab, aber der Chacho kann die Kiste bei No behalten. Sie drücken da gerade ein bisschen sehr stark drauf. Chacho, komm schon, das ist gerade ein bisschen
Uiuiui. Ich mache es eigen Goal. Nee. Ach, muss es noch mal anschauen. Ah, das ist richtig. Das ist bitter. Das ist. Ja, das kann man nicht ändern, aber es ist passiert. Ein scheiß Eigengoal, um wirklich dennoch. Also. Richtig behindert. Wenn ich es so kann sagen kann, aber. Er hat noch den Stock kennen, genau dort, und er nicht so da und genau der Böck geht da drauf. Ja. Ah, und das gibt sogar noch ein Powerplay für uns. Aber schaffen wir da noch irgendetwas rauszureissen? Wer weiß. Ja, so. Hey, ja. Die Druckphase von ihnen gerade so und nachher der Patzer, das ist. Der beschäftigt mich gerade. Und jetzt kommen sie und weh, die möchten gerade noch ins Unterzahl gehen. Das ist. Das wär's noch. Schön rausgespielt. Schöne freie Sicht. Und der Neuzugang macht tatsächlich sein erstes Goal heute noch in dieser Folge. Also hat es sich doch noch schier gelohnt. So. Zwei Goal-Vorsprung wieder rausgeholt. Aber der Chacho mit keinem Shutout. Leider hat es ihm jetzt mega gönnen. Weil er hat sich jetzt so bemüht in diesen Phasen, wo wir gerade so ja, auf den Zeck bekommen haben. Also hat er gerade selber gesehen. Der Elo, fast mit einem wunderbaren kleinen Trickli. So. Schön rausspielen zum Glauser. Der probiert es doch mal. Schade. Gut, wir gehen in die letzten 3 Minuten vom dritten Drittel. Das Spiel, ja, das wirklich. Einfach ein scheiß Goal ist gerade gesehen, aber es ist hervorragende Leistung vom Chacho. Das rührt mich gerade, dass wir ein Goal haben lassen. Und dann noch sagen, ja, das darf sicher nicht mehr passieren. Also, es war gerade ein kleiner Fehler von mir auch selber. Aber eben. Man kann es nicht ändern, es ist passiert, aber wir haben immer noch den 2 Goal Vorsprung. Aber das wäre schon meine Fehler noch gewesen. So. Der Fabian Aberstich und schaut auf den Abbrauer und fast hat es geklappt. Nur in den letzten paar Sekunden nehme ich echt den Goalie raus. Ja, und genau wenn ich von dem rede, nehme ich ihn raus. Und der Johansson ist da gerade noch auf dem Eis. Jetzt werden wir da gerade wieder uiuiui. Unter Druck. Jetzt, ja. Kannst nach 1000 Jahren umgehen und es gibt eine Strafe? Sicher nicht. Scheiße. Ah, Blaser, der ist noch. Schön. Wunderbar. Wunderbar, kann ich euch sagen. Ins leere Goal wie das 4-1. Leider kein Shootout, aber du, wenigstens haben wir es auswärts gepackt und gewonnen. Also von dem her, was willst du noch mehr? Ja, ist mir jetzt echt egal, ob wir da noch mehr Strafe machen. Also, kann sich nicht ändern. Ja, das 5 gegen 3 ist 6. Ja, 7 Sekunden haben sie zwar noch Zeit, aber das. Nein. Ja, das Bulli gewonnen. Ja, wir haben
gegen Davos gewonnen und wir sehen uns jetzt pronto im nächsten Spiel gegen, ich weiß gerade nicht mehr, ich habe es gerade vergessen, aber wir sehen sie dann und bis nachher. So, wir sind hier zurück beim Heimspiel gegen Biel. Also eigentlich, sorry, eben so wie es aussieht, das Derby. Und wir sind jetzt, ich habe euch auf die Tabelle geschaut, siebt. Also von dem her sind wir wieder hochgestiegen für diesen Sieg. Und gegen Biel müssen wir jetzt alles geben, weil die sind zwar auf dem, eben auf dem 11. Platz, aber sie sind schon eine relativ starke Mannschaft, vor allem mit Jonas Hiller im Goal, wenn sie den heute wirklich im Goal noch haben. Aber das sehen wir jetzt nachher gleich. Und der Gustafsson ist ja immer noch, ja, wahrscheinlich ist er im Goal, so wie es aussieht. Und da gerade die erste Chance ein bisschen vermasselt, aber das Dostojnov vergibt es da gerade. Und er schlägt ihm da gerade den Schläger aus der Hand und das Dostojnov muss gerade rausgehen. So, jetzt. Ab, ja, der Jonas Hiller ist im Go, habe ich richtig getippt. So, jetzt, gegen Biel müssen wir zwar schon gewinnen, so die Quote von ihm ist 1-4, also wir haben schon ein bisschen die besser 2-3. Oder 2, ja. Ist jetzt zwar egal, also Hauptsache wir gewinnen da nicht daheim noch gegen Biel, nicht so. Uiuiui, was ist denn mit dem gerade falsch? Machen wir halt auch so einen fatalen Check. Und der Dostojnov kommt da wunderbar führen. Oh, aber der Hiller hat einen Schatz. Und sie nehmen da uns gerade auseinander mit dem Passspiel von ihnen, aber der, ja, Comment eben, wie auch immer, er ist da zur Stelle, er macht seine Arbeit. Und das geht, was ist jetzt das? Ja, wegen, das wäre jetzt so eine schöne Chance gewesen, ein Leg auf dem Goal, aber, oh, das ist jetzt ein bisschen zu früh gewesen. Mal schauen, ob wir ein Goal mit dem Person auch schaffen gegen Biel, wie er in Real Life gemacht hat. Das wäre zu geil. Also ich würde es feiern. Und der DM kommt da ganz alleine vor das Goal und er, nein, schade, er verpatzt es, aber Versuch ist es wert gewesen. Weil ich habe da manchmal bei diesem Trick funktioniert es nicht bei jedem. Oh, jetzt, der Team kommt da noch mit einem Anlauf. Und der Blaser wird gerade gefoult, sozusagen. Das leere Goal ist da und der Team noch mit einer wunderbaren Chance. Und scheitert an Jonas Hiller. So, Bully Goal. Direkt und nur noch einschieben. Der Nüssli hat das Duell gegen Murr verloren, aber der Lüthi kommt da gegen Larry Liger sicher nicht durch, also von dem ist nichts. So, jetzt. Ganze Leik vor dem Goal. Der Nüssli, aber er bekommt den Böck nicht. Schade. Und er macht da seine Kreisli rundum. Und der Böck kommt noch. Und da sehe ich gerade niemand frei. Da ist noch. Und. Nein! Schade! Die müssen hier machen. Ob ins Eckli, aber er hat gerade noch direkt auf den Goalie geschossen. Nein! Aber er ist noch in der Zone. Er ist noch in der Zone innen. So. Und er schießt einen wunderbaren Direktschuss drauf, aber er geht nicht hier. Das könnte schon etwas schwieriger werden, gegen unseren Nazi-Goalie zu spielen. Okay, er hat den Böck noch. Er wird da gerade ein bisschen checken.
Aber nichts ist gegangen. Und der halbpanzige Pass vor das Goal hätte man können verwerten, aber Ken ist gerade vor dem Goal gestanden. Das ist gerade ein bisschen scheiße. So, jetzt. Ne. Sie hat es festgemurrt und ja, da geht's das erste Mal. Die Scheibe aus ihrem Drittel raus. Und der Goalie sollte passen. Probiere es immer und immer wieder hinter dem Goal durchzugehen, aber er will einfach nicht. Und abgelenkt! Ganz knapp neben dem Goal durch. Und noch 3 Minuten bevor das zweite Drittel anfängt und es steht immer noch 0-0, also ich bin da immer noch gerade tief am Kämpfen. Ja, was hat das jetzt sollen? Schön. Genial. Jetzt verpatzt, aber es sollte echt. Was gibt's? Das ist. Ja. Ich weiß gar nicht warum, aber das sollte doch kein Sizing geben. So. Wunderbar. Cool. Really? Ja, gang nur weg. Wir haben 7 Schüsse und sie haben 0. Das ist gerade ein bisschen sehr stark. Also, für das erste Drittel noch keinen einzigen Schuss haben sie können auf unser Goal landen. Also, Chapeau für unsere Defense. Oder auch allgemein. So. Das Bulli verlieren wir gerade. Mal schauen, ob sie im zweiten, dritten da ein bisschen stärker. Und ich wollte den Trick machen zwischen den beiden, aber das ist gerade ein bisschen nicht gegangen. Schön rausgespielt noch. So quer über sein Feld hier. Und Flachschuss geht nicht hier, schade. Wir sind da gerade sehr stabil in der Aufstellung, also. Ja, jetzt. Nein. Das war jetzt gerade nicht so gut gewesen. Komm, das ist noch unser. Und sie machen doch noch das 1-0. Hey, das geht's gerade nicht, weil aus dem Spitzenwinkel den noch treffen, das ist dann schon ein bisschen. Ja. Krass. Und schöne Verteidigungsarbeit wieder von unserem neuen Mann. Und das gibt wieder das Icing. Ja. So, schöne Bulli gewinnen. Mitte überziehen. Und starker Schuss von unserem Personen. Und der Hügener macht es 1-1 doch noch von der blauen Linie. Wunderbar. Schön. So, jetzt muss ich nicht, dass ich da noch. Ja, genau, das hätte ich gemeint. Wenn der hier wäre, hätte mich wieder tödlich aufgeregt. Komm, jetzt passt doch Johansson, also wirklich. Er hätte noch einen haben. So, das Bulli vor dem Goal.
Wunderbar. Und Straf gegen Biel. Powerplay ausnutzen zum 2-1. Also 1-2, ja. Wie auch immer. Und die Scheibe ist in unserem Besitz nachher. So. Kenne ist das mal, da ist der Gustafsson am Anlaufen. Und er kann es nichts machen mit der Scheibe. Wird dumm abbuffet vom Verteidiger. Von dem her. So, jetzt aber. Und der Blaser mit dem Versuch, aber könnte besser sein nachher. Probieren wir es noch eins. Und Tatsache, Blaser mit einem Hammerschuss ins Eck schauen. Und es steht 1-2. Wow, das ist gerade ein bisschen geiles Goal gewesen, also muss ich wirklich sagen. Jetzt weiss ich, will wieder ein bisschen Druck machen, aber sie schaffen es nicht. Oh, ein Foulpass, katastrophal, und sie machen den Ausgleich, ich glaub's ja nicht. Nein. Scheiße, das ist gerade... Und er wird da gerade gecheckt, wie nichts. Pass suchen, kommt aber nicht an. Oder doch, wo ist der Böck? Das hätte jetzt nicht so machen, der kleine Trick. Oder einfach die Verschiebung. Schön verschoben. Und er mit dem Bubentrickli. Was für eine Schlingel. Da, Pesson. Gustafsson wird gerade nicht angegriffen. Das ist. Und Pesson mit einem Direktschuss, aber. So, das letzte Drittel. Es steht 2-2. Also. Wir können noch gefühlt ein paar Goals jetzt noch machen, also das heisst, wir müssen noch fix gewinnen, also schöne Goals haben wir auch noch kassiert und ja, die Verwertung ist noch nicht so hundertprozentig da, also die Schüsse müssen schon ein bisschen mehr rein. Fast hätten wir ihn verwischt. Und ich bin mich langsam ein bisschen gewöhnt, ein bisschen auszurichten, aber der Ayala kommt, verwünscht ihn nicht. Gut so. Das Bulli von unserem Goal, das gewinnen wir doch mit dem Gustafsson. Ja. Wunderbar. Für ein Spiel zum Dostojnov. Er kommt da ganz alleine. Total austribbeln, schön, aber schießt leicht über das Goal. Ist wahrscheinlich noch gerade der Ablenker gewesen. Vom Hiller, aber machen wir echt da wieder einen Direktschuss aufs Goal, das wäre der Hammer. Und jetzt Klauser. Ah, der Maske verwirrt. Schade. Ein bisschen zu hoch geschossen. Raiola wird da unter Druck gesetzt. Fey verschießt das. Das Dojnov kommt immer näher. Und probiert es mal. Elo setzt ihn da gerade unter Druck. Und das gibt gerade eine schöne Patzerei. Und der erste, das Dojnov doch noch frei gewesen, aber wir haben es nicht fertig gebrungen. Und sie probieren da ins Mittelspiel. Ich merke es genau. Aber nein. Schön. Der Elo gerade ein bisschen falsch gelaufen. Nein, nicht in die Mitte. Oh, das ist ein schöner Pass zum Personen. Und wir verwünschen den Hiller einfach nicht. Und dran, das heisst, wir müssen ein bisschen höher ausschießen.
teams have connected twice. Face-off and a solid tie-up and schön Puck-Eroberung. Looking to make something happen from behind. Ah, shot. Wonderful play. Ace gegen Schmutz. Der sucht da seine Mitspieler. Sieht man grad und sie. Oh, gerade für. Und er gewonnen. Mit sehr viel Platz. Probiert zwischen den beiden durch eben, wie gesagt, auch oder angesprochen, probiert es so ein Goal zu machen. Zwar Person wäre ein bisschen richtig ironisch, aber wir probieren, was wir nur können. Der Forster geht da einfach gerade nicht Pass, das nicht vor das Goal kommen, vor allem nicht, sondern sie schön rausgeholt. Andere Sambu kommt, nimmt den neuen Anlauf. Schuss. Aber wir bekommen die Scheibe einfach gar nicht mehr. Ja, die haben wir noch schön gespielt. Und jetzt, ja, der letzte kleine Angriff. DM mit dem Lattenschuss. Uiuiui. Ui. Schön rausgespielt. Jetzt mit dem Ablenken, das wäre es doch gewesen. Und wir haben den Böck immer noch. Nüssli. Und der Ablenker. Und sie so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr das gerade gesehen? Also ich muss. Das müssen wir jetzt doch noch erst anschauen. Schau die Chance an. Wer ist das? Der DM. Er nimmt. Er lenkt ein bisschen ab, so wie wir es gerade gesagt haben. Ja, mit einem Schlittschuh lenkt er den Keib noch ab und gehen wir ein bisschen näher dran. Das wollte ich jetzt wissen. Ja. Ach du Scheiße, was für ein Save vom Hiller. Also, da können sich Bieler jetzt gerade sehr bedanken. Weil der hat eigentlich drinnen müssen sein. Und er ver. Gibt es halt Overtime, aber der Nüssli kommt da wieder. Aber er vergeht die Chance, schade. Nein. So, jetzt der letzte, wirklich, glaubst du, wirklich der letzte Angriff. Kommt da Stoinov. Schade. Und, schade, wir gehen gerade in die Overtime, he. Und mal schauen, ob wir da noch das entscheidende Goal können machen gegen Biel. Huh. Gerade sehr spannende 3 Matches, die wir da hatten. Richtig Höhen und Tiefen. Zuerst gegen Ambri verloren und jetzt gegen HCD gewonnen. Und jetzt gegen Biel so schöne Chancen rausgespielt. Aber sie wollen einfach nicht ein. Nein, verliert den Puck nicht. Okay. Wahrscheinlich so, wie es aussieht, müssen wir noch in Verlängerung. Also, Nein, Scheiße! Ja, das ist es jetzt gesehen. Das ist es jetzt gesehen. Robbie Earl nützt die Chance aus und ja. Jeno, danke, dass ihr bis dahin zugeschaut habt. Spam den Like-Button, kommentiert eben das, was ich gesagt habe mit den Trades. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Mittag, Morgen. Ciao zusammen!